Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Motoblog heute. Es ist Ostern, es ist Karfreitag, der INFI hat frei und ich bin auf dem Weg. Heute mache ich eine Rollertour mit dem Semi und noch jemandem, also zu dritt, soweit ich weiß. Und der Semi ist gerade auf dem Weg und ich fahre ihm gerade entgegen. Wir haben einen Treffpunkt ausgemacht und da fahre ich jetzt gerade hin. Ich habe, denke ich mal, alles Nötige dabei. Ich muss sagen, ich habe das Wetter ein bisschen überschätzt, Alter. T-Shirt, kurze Hose. Es ist nicht kurze Hose Wetter, es ist kalt. Ich bin jetzt ungefähr 3 Kilometer unterwegs und ich friere mir schon mein Bimberle ab. Oh je, wie soll ich das überleben, Alter? Gut, es wird noch im Laufe des Tages wärmer, aber jetzt, hoffe ich, aber jetzt gerade ist es noch kalt. Es ist a bitterly cold. Cold in my arms. Ich hoffe, dass der Semi und ich uns ungefähr gleichzeitig treffen und der Semi jetzt nicht eine halbe Stunde warten muss. Aber es sollte eigentlich zeitlich ganz gut passen. Ich bin gleich da. Es sind jetzt noch so 1 Kilometer. 2 Kilometer. Heute eine kleine Ostertour. Das ist das erste Mal, dass der Semi die SR50 sieht, fällt mir gerade ein. Ich habe den Semi schon öfters besucht, also wir haben schon ein paar Mal was miteinander gemacht, aber wenn, dann immer nur mit der Aerox. Und das ist das erste Mal, dass er die SR50 sieht. Zum Beispiel haben wir gesagt, jetzt haben wir 11:54 Uhr. Ja, Digga, ich bin einfach perfekt. Nach mir kann man die Uhr stellen. Oh, Gott sei Dank, Zigaretten dabei, das Wichtigste. Grillfleisch dabei. Alles. So, jetzt müssen wir nur noch den Rollerparkplatz finden. Da ist der Roller schon und wo ein Roller ist auch ein Rollerparkplatz. Ah, hier haben sie jetzt abgesperrt, lul. Okay, fahren wir vorne rein. Ich hoffe, der Semi ist noch nicht da. Ich hoffe, es ist immer peinlich, wenn man irgendwo sich verabredet und man ist der Letzte, der ankommt. Und alle warten auf dich, so gefühlt. Das ist immer sehr, sehr peinlich. Oh, Bilad. Oh, da ist noch niemand. Noch niemand da, noch niemand da. Perfekt, Allah. Maschallah. Dann brauche ich auch gar nicht. Oh, da vorne ist jemand. Doch, da sind sie ja schon. Oh Mann, ich bin doch der Letzte. Oh nö. Oh. Och nö. Jetzt habe ich gedacht, ich bin vor euch da. Moin. Moin. Alles fit? Ach, wunderbar. Bei euch? Gut durchgekommen? Ja. Die Straßen sind leer. Ich hab's gemerkt. Kalt ist es. Ihr habt keine kurzen Hose. Oh Mist. Ich hab's gemerkt. Richtig warm angezogen, Alter. Hast du einen Deckel von Wasserbehälter gefunden für die Aerox? Ja, ich habe ihn gefunden. Er war unten in der Verkleidung ist er gelegen. Lol. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Oh. Eigentlich ein cooler Platz, um Grilltag zu machen hier. Campinggestühle, alle schon da. Alle mit Corona-Frisur, alle mehr keine Haare mehr auf dem Kopf. Er hat einfach einen ganzen Gartenstuhl dabei. Was ist los mit ihm? Jetzt fahren wir noch ganz kurz bei mir vorbei. Ich muss nämlich doch eine andere Hose anziehen, Alter. Es ist so kalt. Yay. La la la. Auch eine coole Ansicht. Wir sind wieder unterwegs, waren kurz noch bei mir Ich habe mir jetzt eine längere Hose angezogen und ein Jäckchen. All das war noch einfach viel zu kalt. Ja Leute, keine Ahnung, was soll ich erzählen? Ich genieße einfach die schöne Fahrt. Ich freue mich aufs Essen, wir werden nachher dann auch grillen. Und der Kumpel vom Semi, der mit der silbernen Aerox, den habe ich das letzte Mal auch schon getroffen, wo er mit dem Semi unterwegs war und die auf ihrer Rückkehr bei mir vorbeigeschaut haben und bei mir kurz Pause gemacht haben. Ist auch ein netter Kerl. Was macht er, Alter? Ich hab schon gemerkt, die Aerox hat so einen richtigen Linksdrang. Das heißt Rechtsfahrgebot und nicht Linksfahrgebot. Oh Mann. Wollen wir mal die Aerox einholen? Die Aerox einholen! Komm, wir holen mal die Aerox ein. Aerox, guck mal, wie frech sie da vorne rumfährt. Wir müssen sie einholen, Alter. Ich hab sie beide. Jo, Leute, wir sind jetzt in Sundheim, beziehungsweise Kehl-Sundheim. Der Semi hat da meine Route rausgesucht. Ich habe keine Ahnung, ich fahre nur hinterher. Alter, ist richtig geiles Wetter heute. So, jetzt sind wir gerade an der Tankstelle. Einer muss tanken. Na, wer hat keinen Sprit mehr? Keine Ahnung. Doch, wir sind in Deutschland. Nee, sind wir nicht. Guck mal, da steht alles auf Französisch. Ein herzliches Bonjour. Bonjour, mon amour. Er hat einfach sein eigenes Benzin dabei. Also Leute, ich glaube, wärmer wird es heute nicht. Ich hätte vielleicht noch eine wärmere Jacke anziehen sollen. Muckenschopf. Muckenschopf. Boah, Alter, hier ist echt eine schöne Gegend, Mann. Und vor allem auch richtig nice zum Motorradfahren. Da bin ich fast neidisch. Also ich muss wirklich sagen, ich hoffe, dass ich das Thema Motorradführerschein bald angehen kann, Leute. Ich habe so Bock auf Motorrad. Was Schnelleres auf jeden Fall. Habe ich einfach Bock. Ui. Scherzheim. Ah, Scherzheim, die Namen hier sind so geil. Scherzheim und Muckenschopf. Scherzheim, da werden die Scherze gemacht. In Scherzheim dürfen Sie nichts zu ernst nehmen. Liebe Scherzheimer, Grüße gehen raus. Gasthaus Blume. Oh, schön in einem Gasthaus essen einfach. Lichtenau, Landkreis Raststadt. Alter, bin ich weit weg von zu Hause. Ich glaube, wir sind schon Baden-Baden durch. Digga, bin ich weit weg. Ja, Leute, wir fahren jetzt zum See. Hab richtig Bock, ey. Richtig Hunger. Leider noch kein Badewetter. Aber das kommt auf jeden Fall auch noch. Das Badewetter. Vorne? Da ist eine Fähre. Oh, cool. Dann geht's nach Flusenheim. Semi muss den Kollegen gerade holen. Das ist falsch abgebogen. Ja, da vorne ist eine Fähre. Da kann man nach Frankreich rüber. Cool. Ich finde Fähren cool mit dem Auto. Ein Auto auf einem Boot. Finde ich nice. Ja, irgendwie auf diese lange Heimreise alleine habe ich nachher nicht so Bock, muss ich sagen. Wo ist er hin? Haben verloren, keine Ahnung. Oh, wir fahren einfach so hin, wo es hin wird. Ja, weißt du, wo wir hin wollen? Ja, also. But there's something holding on the way we are. Leute, wir sind wieder auf dem Weg. Der Kollege vom Semi ist schon nach Hause gefahren. Wir fahren jetzt mal noch kurz zum Semi und holen noch eine Jacke. Der Semi gibt mir eine Jacke mit und dann begleitet mich der Semi noch ein Stück und dann, also ein Stück in meine Richtung, und dann habe ich noch so knapp 58 Kilometer vor mir nach Hause. Aber ich bin auch selber schuld, Alter. Ich ärgere mich über mich selber, Mann. Dann fahren wir extra nochmal die 5 Kilometer zurück zu mir, dass ich mir was anderes anziehen kann. Und dann ziehe ich nur diese dünne Jacke an. Oh, Alter, das ist ein schönes Haus. Cool. Ich mag diese modernen Häuser, muss ich sagen. Die mag ich irgendwie. Generell viele Eigentumswohnungen hier und teure Autos in der Straßeneinfahrt. Hier wohnen auf jeden Fall Leute mit Geld, also Semi nicht. Einfach. Oh, das habe ich verpasst. Leider. Scheiße. Hä? Führt die Straße hin? Oh nein! Hä? Semi, nein! Nein, wo ist der Semi hin? Oh nein! Hoffentlich treffen wir uns da vorne irgendwo wieder. So, jetzt bin ich auch auf der geilen Straße. Oh Mann. Jetzt habe ich gerade wirklich gedacht, die Straßen teilen sich. Also wir waren gut, fast eigentlich kann man sagen, fast den ganzen Tag unterwegs. Und ich bin noch eine Stunde unterwegs oder 1,5 Stunden, bis ich wieder zu Hause bin. Und ich muss einfach sagen, es hat sich so sehr gelohnt. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich wieder eingeladen bin, gerne öfters mal bei Rollertouren mit dem Semi mitfahren. Es macht halt mit mehreren Leuten schon mehr Spaß als alleine. Man kann eine Tour mal alleine machen, aber mit mehreren Leuten macht es halt einfach mehr Spaß. Und dieses Pfeifen, ich vermute, dass es dieses Pfeifen, was man immer wieder hört, dass das vom Wandler kommt, weil das ist nur quasi, wenn der Wandler arbeitet. Keine Ahnung, ich muss mir mal meine Vario angucken. Irgendwo, oh Digga, was ist das für ein Affe? Leute, ich habe mich jetzt vom Semi verabschiedet, der Semi fährt jetzt nach Hause, ich fahre weiter, ich habe jetzt noch, ich schätze mal, so vielleicht 50 Kilometer schätzungsweise vor mir, vielleicht auch schon weniger, und ich habe jetzt gerade nochmal Akkus getauscht. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Stadt ich gerade bin, möglich, dass es Oberkirch ist, ich weiß aber nicht genau. Sehr komisch, das Kreisverkehr hier. So, weiter geht's nach Hause. Also ich muss wirklich sagen, dieses Pfeifgeräusch macht mir echt ein bisschen Gedanken. Ich werde auf jeden Fall Variokasten mal aufmachen. Also im Stand, wenn man am Gas spielt oder irgendwas, kommt es gar nicht. Also vermute ich, dass es nicht von der Kurbelwelle oder vom Zylinder oder so kommen kann. Es muss irgendwie aus dem Getriebe kommen oder Wandler, Keilriemen, Variomatik, irgendwas in der Variomatik, weil es kommt auch immer das Pfeifen, wenn die Vario arbeitet. Immer wenn der Keilriemen wandert. Wenn man vom Gas runter geht, geht ja der Keilriemen wieder hoch. Und wenn man Gas gibt, also beim Gas geben arbeitet ja auch der Wandler jedes Mal. Und wenn ich jetzt vom Gas runter gehe, geht der Wandler wieder in seine normale Position. Also ich glaube, das kommt irgendwie vom Wandler, habe ich das Gefühl. Weil wenn es das Getriebe wäre, würde das immer kommen. Also auch wenn ich jetzt vom Gas runtergehen würde, wäre dieses Quietschen immer noch da. Weil das Getriebe ja immer noch läuft. Der Reifen dreht sich ja immer noch. Freunde, ich mache an dieser Stelle mal einen Cut. Dann mache ich mal die Kamera aus. Ich habe noch einige Zeit zum Fahren und ich werde mich dann später wieder melden. Jo Leute, wir sind jetzt in Offenburg. Puh, Alter, so langsam tut mein Arsch wirklich weh. Ach, die biegen ab. Ansonsten Offenburg, wie gesagt, ich wohne nicht in Offenburg. Ich wohne 15 Kilometer entfernt von Offenburg, aber ich bin in Offenburg aufgewachsen. Ich habe bis 2007 mein ganzes Leben lang in Offenburg gewohnt. Bin aufgewachsen hier und Offenburg ist eine größere Stadt auf jeden Fall, jetzt keine Großstadt, aber ist auf jeden Fall eine größere Stadt und ich muss sagen, Offenburg gefällt mir sehr gut. Ich freue mich immer, wenn ich durch Offenburg fahre. Es ist eine schöne Stadt, eine saubere Stadt, eine moderne Stadt. Die Straßen sind nicht kaputt, die Häuser sind alle relativ neu. Es ist jetzt nicht zum Vergleich, wie wenn man jetzt durch Lahr fährt. Überall Schlaglöcher, die Straßen kaputt und die Häuser gefühlt noch aus dem Ersten Weltkrieg. Also Offenburg ist einfach schön, schöner anzuschauen auch. Modern, in Offenburg wird immer irgendwas modernisiert, gebaut. Offenburg hat ein riesengroßes Freizeitbad gebaut vor ein paar Jahren, wo ich leider immer noch nicht drin war. Und bitte blitz mich nicht. Danke, Blatt. Und ja, also ich muss wirklich sagen, wohnen würde ich hier nicht mehr wollen, weil ich jetzt zu lange schon auf dem Land wohne. Eben seit 2007 lebe ich jetzt auf dem Land. Also jetzt fast 15 Jahre schon, alter Verwalter. Und ich könnte nicht mehr in eine größere Stadt ziehen. Allein hier gefühlt, alle 10 Minuten siehst du Polizei. Hier musst du wirklich, also hier musst du wirklich mit D-Ring und allem Pipapo fahren. Weil hier wirst du mit Sicherheit so oft kontrolliert, irgendwann kommst du mal auf einen Polizisten, der deinen Roller echt bis aufs Kleinste unter die Lupe nimmt und dir jedes km/h anrechnet. Und dann hast du halt auch ganz schnell Probleme, so, keine Ahnung, drauf. Das fühle ich irgendwie nicht, um es so auszudrücken. So, ich werde jetzt nicht über die Bundesstraße fahren, sondern ich werde einen kleinen anderen Weg machen. So, wir fahren jetzt hier einfach über den Messeplatz. Hier ist auch eine Eislaufhalle. Und hier am Messeplatz war früher, nachdem ich den Autoführerschein gemacht hatte, war hier mal ein ADAC-Fahrsicherheitstraining. Das habe ich absolviert sogar. Ja. Habe da noch eine Bescheinigung gekriegt für die Versicherung und habe tatsächlich daraufhin als Fahranfänger, ist die Autoversicherung relativ teuer, weil man erstmal mit den Prozenten sehr weit oben ist. Und ich habe dann so eine Bescheinigung für die Versicherung bekommen und habe daraufhin bin mit den Prozenten runtergekommen. Ich weiß nicht mehr wie viel, aber es hat schon einige Euros ausgemacht in der Kfz-Versicherung, einfach nur, weil ich nachweisen konnte, dass ich so ein Fahrsicherheitstraining gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen noch geht, dass man so ein Fahrsicherheitstraining macht und dann als Fahranfänger geht man in den Prozenten runter. Also wenn man jetzt als Fahranfänger einen Führerschein gemacht hat und danach so ein Fahrsicherheitstraining macht, das bei der Versicherung nachreicht, dass man dann auch günstiger ist. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht. Oh, Alter, so langsam tut mein Arsch aber weh. Jetzt noch 15 Kilometer fahren und dann echt zu Hause. Also das ist jetzt nicht so schlimm wie letztes Mal mit der Aerox nach den 250 Kilometern, aber ich kriege jetzt langsam echt Sitzfleisch, ey. Muss sagen, reicht. Jetzt fahren wir wieder Offenburg raus. Leute, ich denke, viel wird jetzt nicht mehr passieren. Ich habe jetzt noch so schätzungsweise 12 Kilometer, bis ich zu Hause bin. Und dann, ja, jetzt geht es auch nur noch geradeaus. Deswegen an dieser Stelle beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mit Sicherheit ein langes Video heute, weil ich sehr wahrscheinlich beim Videoschneiden wirklich versucht habe, viel mit reinzubringen. Was war auch ein langer Tag, eine lange Tour. Und ich bin wirklich froh, dass der Semi mir noch mal seine Jacke mitgegeben hat. Semi, herzlichen Dank. Es ist wirklich angenehm jetzt. Wirklich angenehmer, deutlich angenehmer. Und ja, meine Freunde, dann verabschiede ich mich von euch. Ah ja, und nicht vergessen, Leute, wie immer bei Scooter Attack bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Code INFI. Würde mich freuen, wenn ihr mich damit unterstützt. Ihr bekommt eure Bestellung ein bisschen günstiger und ich bekomme 5% Provision. Wäre nice, wenn ihr den verwenden würdet. Wenn nicht, dann nicht. Müsst ihr nicht. Ich bin jetzt erstmal raus. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Ciao mit Fahr.